Liebe Systemkritiker, ich bin 21 Jahre alt, aber ich bin es leid. Ich bin es leid, ein Teil dieses Staates zu sein, der angeführt wird von psychopathischen Marionetten. Die keinen Wert im menschlichen Leben sehen. Für diese Marionetten spielt es keine Rolle, wie viele Menschen sterben oder tyrannisiert werden. Nur der wirtschaftliche Vorteil, der daraus entsteht, das ist interessant für diese Menschen. Für diese Marionetten sind wir nur ein Mittel zum Zweck. Und zwar der Zweck, zu konsumieren und ein Leben wie Roboter zu führen. Es ist an der Zeit, dass wir denen, denen es scheinbar gut geht, dass wir uns mobilisieren und zusammentun und für Gerechtigkeit auf der Welt kämpfen. Wir müssen aufhören, uns über die Zustände auf der Welt zu beschweren und anfangen zu handeln. Wir leben in einer Welt, in der auf der einen Seite Lebensmittel weggeworfen werden und vernichtet werden, um Preise zu halten, und auf der anderen Seite leben Milliarden Menschen in Hungersnot. Ist das normal? Ist das gerecht? Wo ist die Verhältnismäßigkeit? Wir leben in einer Welt, in der Kriege absichtlich provoziert werden. Wir leben in einer Welt, in der Kriege absichtlich provoziert werden, um zum Beispiel die Rüstungsindustrie auszubauen oder um Bodenschätze auszurauben, Menschen auszurauben, Völker werden vernichtet. Das ist doch, ey, das ist nicht mehr normal. Ich halte es nicht mehr aus, Mann. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Dabei sterben Millionen von Menschen und das ist den Machthabern sowas von scheißegal. Es ist denen scheißegal. Es geht nur um deren Vorteil. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass unsere Medien eine einseitige Berichterstattung praktizieren? Dass unsere Medien uns Feindbilder eintrichtern, die sie selbst schaffen? Wundern Sie sich nicht, dass Sie so eine große Angst haben vor Terroristen. Wenn Sie jeden Tag im Fernsehen hören, da war wieder ein Selbstmordattentäter, da ist wieder eine Bombe eingeschlagen, da hätte ich auch Angst, klar. Aber jetzt ein Fakt, und zwar der Fakt, dass im Jahr 15.000 Menschen an Ärztepfusch sterben. 15.000 Menschen, das sind ca. 44 Menschen am Tag. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jeden Tag würde in den Nachrichten stehen, heute sind wieder 44 Menschen an Ärztepfusch gestorben. Wird irgendjemand von euch noch zu einem Arzt gehen? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Sorry. Uns soll einfach Angst gemacht werden. Das ist alles, was die Medien können. Uns soll Angst gemacht werden. Wir werden aufgehetzt und vor allem wird die Realität verdreht. Die wird verdreht. Wir müssen aufhören, alles hinzunehmen und unsere Stimme erheben. Erhebt eure Stimme gegen die Ungerechtigkeit und die Lügen unserer Regierung, bevor es zu spät ist. Wir sind die Mehrheit. Wir können etwas verändern. Wir als Volk haben es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen und es mit wunderbarem Freigeist zu durchdringen. Daher im Namen der Freiheit, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt. Für eine anständige Welt. Dankeschön. Danke. Der nächste bitte.